Hallo, Timo Putzel hier. Ich bin Mountainbike-Profi und Yoga-Lehrer und Gorilla-Botschafter. Aus der Balance-Videoreihe habe ich mir Digital Detox ausgesucht. Ich weiß selber, wie schwierig das ist, das Handy mal auszumachen und dass das auch teilweise wirklich abhängig macht, dieses kleine Ding, wo alles drin ist, was auch manchmal sehr natürlich cool ist und ganz viel ermöglicht. Die erste Stunde des Tages ist so wichtig. Es macht so einen Unterschied, ob ihr gleich das Handy in der Hand habt und euch zuballert mit Infos und wer wo was geschrieben hat und die neuesten Nachrichten. Erste Stunde des Tages sagen ganz viele Coaches, ganz viele spirituelle Lehrer sagen, if you win the first hour of the day, you win the day. Im Schlafzimmer kein Handy. Bitte, handyfreie Zone im Schlafzimmer. Schaltet die Push-Nachrichten aus. Das blaue Licht vom Handy ist auch für deinen Schlaf nicht gut, weil der Körper denkt dann, oh, die Sonne scheint und das ist für die Melatoninproduktion nicht gut. Am Abend lieber die letzte Stunde des Tages schaut, dass ihr lieber ein Buch liest. Ich gehe gerne auch einfach nochmal kurz spazieren, habe so freiere Gedanken und kann über den Tag besser nachdenken und den Tag verarbeiten und so besser schlafen und tiefer schlafen. Handy nicht nah am Körper in der Hosentasche tragen. Wirklich wichtig für die Familienproduktion, auch wenn es in den Medien nicht groß bekannt ist. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Tests, wo wirklich bewiesen ist, dass die Handystrahlung nicht gut ist, wie auch WLAN zu viel. Das merkt ihr selber, wenn ihr mal ein Handy und wie ihr an der Hand habt, am Ohr länger, dass sich das nicht gut anfühlt. Ich bin ziemlich viel unterwegs als Bike-Profi und Yoga-Lehrer. Total gerne auch einfach mal Leute anzusprechen, wo ist der Weg. Ich könnte natürlich auch gleich auf dem Handy gucken, wo geht's lang, aber es ist total schön, auch einfach mehr mit den Leuten in Kontakt zu treten. Oder anstatt halt euch Freunde auf Facebook anzugucken oder Instagram, ruft die Leute an, anstatt euch die Bilder anzugucken. Und es ist doch eh manchmal nur eine Bubble, was da gezeigt wird. Alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, immer die beste Schokoseite wird gezeigt, meistens. Mittlerweile gibt es auch viele, die emotionale Sachen besprechen oder auch wenn es dir mal schlecht geht, finde ich cool. Es gibt natürlich, wie gesagt, immer auch Seiten, wo man was lernt. Aber das ist eine Challenge. Anstatt im Handy zu gucken, wo es lang geht, die Rentner freuen sich auch oder Leute, dass man einfach mal ein bisschen Kontakt hat, mit den Leuten redet. Easy. Und die Challenge wirklich mal probieren, das Handy länger auszumachen. Öfters mal im Flugmodus oder ich mache es auch mal ganz aus. Weil selbst im Flugmodus hast du noch Strahlen. Die Schritte so, dass ihr euch bewusst werdet, wie wichtig das ist. Hier auch nochmal ein persönlicher Tipp von mir. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass einfach natürlich in dieses kleine Handy zu starren, dass die Körperhaltung, ich als Yoga-Lehrer weiß das, wenn ich so ins Handy gucke, ich atme nicht gut, es fühlt sich nicht gut an. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn ihr so einen weiten Blick habt, wenn ihr einfach in der Natur seid, den Sonnenuntergang euch anschaut, dass das Nervensystem gleich reagiert. Unser Körper oder wir sind gar nicht dafür gemacht, so viele Informationen so schnell zu bekommen. Normalerweise ist es so, man läuft von einem Raum in den nächsten oder man läuft die Straße entlang, in den Wald, in den Park. Es verändert sich was, aber nicht, dass ihr so zugeballert werdet mit den ganzen Infos. Also ganz wichtig für mich immer, einfach um wirklich auch andere Gedanken zu haben. Weil wenn ich die ganze Zeit ins Handy starre, ist gar kein Platz für was anderes, dann können gar keine inspirierenden Gedanken kommen. Dann denkt man immer das Gleiche oder ist so abgelenkt, weil man so gefüttert wird von den ganzen Infos, mit denen man sich dazu ballert. Also wirklich Handy mal öfters aus, Sonnenuntergang, Natur, probiert da die Balance zu halten. Ich war zum Beispiel jetzt gerade noch am Computer und war so, ich will nochmal den Sonnenuntergang sehen, will nochmal einen weiten Blick haben. Jeder hat irgendwie ein bisschen Natur in der Nähe oder einfach selbst nochmal rausgehen ohne Handy. Hilft mir immer total, um den Tag einfach abzuschließen und damit mein Kopf nicht so voll ist. Ich hoffe, dass ihr das auch spürt und probiert es mal aus, einfach wirklich das Handy auszumachen. Flugmodus ist nicht nur dafür da, dass man es beim Fliegen benutzt, sondern auch so, weil man keinen Bock hat, immer genervt zu werden.